Vielen Dank, Herr Buckenmeier. Auch danke an die Stiftung überhaupt, dass Sie da sind und zuhören. Danke vielmals. Ich wollte darauf hinweisen, ich habe ein paar Bücher allerdings nicht auf Josef Ratzinger bezogen, sondern ein paar Dinge aus meiner Produktion. Das letzte, ich habe über die Frauen in der Karwoche geschrieben, also von der Magd des Petrus bis zur Frau des Pilatus. Ein kleines Büchlein, also Sie können es nachher auch anschauen oder auch haben. Danke, ich versuche mich eine knappe Stunde lang zu dem Thema zu äußern. Wenn Sie das Motto nicht kennen, es stammt von Novalis: Wohin gehen wir? Immer nach Hause. Das ist um 1800 von Novalis geschrieben und ich hole es am Ende ein. Die erste Frage: Was wissen die vielen Religionen vom Wohin des Lebens? Und wir machen erst einen kleinen Ausflug in die Religionswissenschaften zum Thema Leib und Seele. Bin ich gut verstehbar? Ja? Ich beginne mit einer Anekdote. Im Jahr 2000 sprach der Dalai Lama in München vor großem Publikum. Er eröffnete seine Rede mit den Worten One World Religion. Tosender Applaus. Nachdem der Applaus verstummte, fuhr er fort: I do not like it. Verblüffungsstille und dann tosender Applaus. Also was ist hier passiert? War das Publikum unaufmerksam? Nehme ich nicht an. Vielleicht hat es nach der kurzen Pause merkwürdigerweise doch gegen die Globalisierung und für die Differenz der Religionen gestimmt. Also ich nehme es mal positiv so an. Das wollen wir auch tun. Sind alle Religionen gleich? Schon die Frage, sagen sie dasselbe über Leib und Seele, sagen sie dasselbe über das nachtodliche Leben? Auf einen ersten sehr kurzen Blick sieht es so aus und es ist nicht so. Wir werden ein bisschen prüfen, was sagen Religionen grundsätzlich über dieses nachtodliche Leben, wenn sie überhaupt davon reden. Es gibt mythische Antworten, es gibt reflexere Antworten. Und es ist deswegen sehr interessant, und da sind wir sofort bei Josef Ratzinger, weil natürlich schon zu vermuten ist, dass die Religionen nicht gar nichts wissen, sondern doch einigermaßen auch Erfahrung haben. Religion basiert ja auch auf Empirie. Und gleichzeitig ist es so, dass im Christentum vieles aufgegriffen wird, wenn wir gleich nochmal zustimmend hören. Und gleichzeitig bekommt es nochmal einen anderen Drive, würde man auf Englisch sagen. Ne? Also wenn Sie Tennis spielen und geben dem Ball einen besonderen Spin, das reicht natürlich nicht zur Beschreibung des Christentums, aber dieser Spin ist drin. Es wird viel mitgenommen und dann trotzdem nochmal neu. Ja, was können wir über die Religionen sagen? Der menschliche Leib findet in den Religionen unterschiedliche Deutungen. Es gibt einen Zwiespalt. Im Leib wirkt der Zauber von Schönheit, Kraft, Zeugung, Geburt, Frühling. Zugleich schwindet er unaufhaltsam in Krankheit, Alter, Tod und Zerfall. Zwei Seiten. Der Zauber ist flüchtig, er ist ein Trug. In Indien heißt das Maya, M-A-Y-A. Ein bunter Schleier über dem Grau und dem Gestank der Verwesung. Der historische Buddha beantwortete diese Erfahrung mit der großen Lehrrede vom Sterben vor dem Sterben. Am besten zieht man vorher schon die Wurzeln raus, und zwar radikal. Kein Selbstmord, das ist verboten, aber alles andere knapp am Selbstmord vorbei. Wenig essen, wenig trinken, wenig schlafen, keine Sexualität, keine Fortpflanzung. Der historische Buddha, also nicht aktuelle Buddhismen. Sterben vor dem Sterben, dem Trug nicht nachgeben, Flucht aus dem brennenden Haus, nicht mehr sein. Das ist eine Religion, die richtig rausfällt. Die meisten Religionen reden ja davon, was dann später kommt. Er spricht davon, dass hoffentlich nichts mehr kommt, hoffentlich, endlich Feierabend. Der Absprung ins Nichts. Griechenland ist skeptisch, aber nicht so abweisend. Die Toten sind zwar nicht tot, aber sie leben auch nicht wirklich. Ihr Reich ist unten, der Hades ist dunkel, feucht, unangenehm, kühl. Der Leib ist schattenhaft. Und dieses Wissen wirft jetzt schon einen dunklen Schimmer auf die jetzige Existenz. Die Götter nehmen wenige Menschen in ihren Umgang auf, sehr, sehr wenige. Da gibt es Zugangsbedingungen, die wir auch gar nicht kennen genau. Es gibt eine andere frühe Philosophie, also das Thema ist wirklich virulent in der Antike, die Gnosis. Der Leib ist geradezu das Schlechte.
Also dieses Trügerische, das Ihre Generation so an Jugend empfindet, wird sich irgendwann mal legen und dann kommt natürlich die dunkle Seite heraus. Das heißt, der Pfusch, den der Lehrjunge des Schöpfers bei der Schöpfung gemacht hat, die gnostische Überlegung, es gab einen Lehrjungen, genau genommen gab es sogar ein Lehrmädchen, die war nicht richtig informiert, die hat bei der Schöpfung einfach versagt, bestimmte Dinge nicht richtig hingebracht. Unter anderem ist die Materie etwas, was nicht gelungen ist. Deswegen ist der Mensch über den Leib im Animalischen verankert. Wir sind hier dem Tier nahe. Wir werden sterben wie die Tiere, aber es wird sich dann freimachen, eben die Seele. Und die Seele oder jetzt noch in ihrer Spitze der Geist widerstreitet ja dem Fleisch. Deswegen ist das Fleisch das Verächtliche. Es gibt eine andere Hochkultur, wir gehen nicht alle durch, sind aber äußerst interessant, wenn man mal diese Entwürfe sieht. Eine Hochkultur, an der auch Israel partizipiert, eine der wenigen Kulturen, die versucht hat, anders zu denken, positiv über den Leib, aber sie hat es nicht geschafft. Sie hat es nicht wirklich geschafft, da fehlt die Erfahrung der Auferstehung. Aber man hat Folgendes versucht, ich lasse Sie noch ein bisschen raten, Sie kommen auch schnell drauf. In keiner Religion sind die Toten wirklich tot. Es gilt auch für diese Religion, nochmal, der Buddhismus ist eine Ausnahme, da soll man überhaupt verschwinden. Aber dort hat man ausdrücklich versucht, den Leib zu erhalten. Jetzt werden Sie es gleich merken. Die Toten werden einbalsamiert. Die Innereien, das Herz, das Einzige, was weggeworfen wird, ist das Gehirn. Das lässt sich nicht balsamieren. Das ist das Entbehrlichste am Menschen. Sie leben nicht weniger prächtig als die Lebenden. Die Totenstädte sind ziemlich genau die Duplikationen der lebenden Städte, der Lebensstädte. Die Lebenden leben im Osten, die Toten im Westen. Die westlichen Städte jenseits des Nils sind natürlich die absolut wundervollen. Sie werden mit Essen und Wein versorgt. Die Pharaonen bekommen täglich eine Weinspende. Zubehör zur Jagd, zu Freuden aller Art. Hochinteressant, aber dass hier der Leib tatsächlich als erhaltenswürdig gesehen wird. Das geschieht nur aufgrund dieser Technik des Balsamierens. Andere Kulturen können das nicht. Aber irgendwo kommt jetzt durch das Bewusstsein, dass der Leib doch etwas Entscheidendes sei. In diesen kostbaren Goldsärgen also liegen die trockenen Mumien. Aber wenn man sie aufmacht, merkt man, dass das nicht stimmen kann. Die Zähne gebleckt, eingeschrumpft, ledern, bewegungslos, das Essen prallt ab. Das ist nicht die Weise, wie man Leib und Seele zusammenhängt. Immerhin, Ägypten macht den überaus kostspieligen Versuch, den Leib mit der Seele zusammen am Leben zu halten. Wir sehen, dass es nicht gelingt, aber es ist immerhin eine Witterung. Eine Witterung dafür, dass nicht einfach die Seele aufersteht oder nicht nur die Seele weiterlebt irgendwie. Ja, das ist der Eingang. Jetzt kommen wir zu Josef Ratzinger. Vor diesem Hintergrund, auch schon vor dem ägyptischen Hintergrund, lernt ja auch Israel einiges. Es zieht nicht nur weg, das muss es auch, ja, aber es nimmt natürlich schon bestimmte Fragen mit. Und die Frage, die wir jetzt stellen mit den Religionen, sind die Toten tot? Die Antwort heißt durchgängig nein, aber wie sind sie lebendig? Oder was ist an ihnen lebendig? Das ist sehr schwierig zu beantworten. Der Körper verwest definitiv. Das tut er auch im Christentum. Also dieses Problem begleitet im Grunde genommen die Entwürfe. Und wir schauen uns jetzt an, wie Josef Ratzinger mit der offenbarten Wahrheit hier weiterkommt. Israel ist ein Sprung. Es nimmt nochmal vieles mit, auch aus Mesopotamien, aus Ägypten, aber es macht zugleich diesen Sprung, und zwar einen weit höheren Sprung dann noch im Neuen Testament. Vieles kann Israel auch nicht denken. Erst im Neuen Testament wird es dann wirklich klar. Was ist der Leib des Menschen? Das ist schon die Frage, das gehen wir jetzt mal in die Offenbarung. Ich schalte noch was voraus, was für die deutsche Sprache ganz wichtig ist. Der Leib des Menschen ist immer schon mehr als Körper. Wir gehen auch darauf nochmal ein, dann mit anderen Worten, aber damit wir das mal im Kopf klar haben. Es gehört zu den Vorzügen der deutschen Sprache. Sie hat einige Vorzüge, weil sie verschiedene Differenzierungen macht, die sonst nicht da sind. Sie hat den Körper wie die romanischen Sprachen, Corpus, Le Corps. Das bedeutet immer dreidimensional, widerständig, mit Schwerkraft ausgestattet. Das ist unser physischer Körper.
Er kann lebendig oder tot sein, das Mikrofon ist auch ein Körper. Das Glas Wasser ist ein Körper, ja. Also Körper ist alles nochmal, was materialisiert ist, dreidimensional. Der Leib ist etwas anderes. Das ist mal ganz wichtig, bitte. Und wir reden im Christentum vom Leib. Wir empfangen den Leib Christi, nicht den Körper Christi. Das ist ein wichtiger Unterschied. Leib in der Wortwurzel verwandt mit Leben. Leib ist immer schon der Lebendige. Wahrscheinlich auch verwandt mit Liebe. Jetzt haben Sie schon einen ganz anderen Bedeutungshorizont. Im Grunde genommen kann man Leib, Leben, Liebe, Seele als Lebensprinzip eigentlich nicht trennen. Leib ist eigentlich schon der beseelte Leib. Das brauchen wir jetzt nicht ausfalten, da gibt es aber wirklich gute Literatur. Leben heißt immer schon mit Seele oder Geist in einem materiellen Körper sein. Der Körper ist nicht ein totes oder leeres Gefäß, in das sich die Seele einsenkt. In meinem Leibe lebe ich die Liebe. In meinem Leibe liebe ich das Leben. Jetzt können Sie da ein Wortspiel draus machen. Es kommt immer wieder in diese dreifaltige Position. Selbst vor einem Leichnam empfinden wir, obwohl er jetzt tot ist, im Grunde ein Körper, der vor uns liegt, immer noch den Unterschied zu einem Stein oder einem Stück Holz. Ja? Also dieser Eindruck bleibt ja noch. Also nochmal, wir halten jetzt fest am Leib und das Christentum spricht vom Leib. Und jetzt gehen wir damit zu Josef Ratzinger. Was ist also der Leib des Menschen? Und wir kommen in eine harte Kulturkritik, weil unsere gegenwärtige Kultur vom Körper spricht und mit dem Körper organisiert, Verschiedenes organisiert. Der Leib ist die lebendige Einheit mit Seele, Geist und Fleisch. Was heißt das? Dazu gibt die Stimme Josef Ratzingers wichtige Hilfestellungen. Ich beziehe mich hier auch auf die Einführung ins Christentum, aber auch auf sein Jesusbuch. Es ist deswegen wichtig, wir erleben heute eine Dekarnation, keine Inkarnation, sondern eine Dekarnation, unter anderem in der Gender-Theorie, in der Reduktion des Leibes zum stummen und willenlosen Körper. Den kann ich von mir wegstellen, den kann ich beschnitzen, den kann ich verändern, den kann ich operieren. Kann ich übrigens auch, das ist ja nicht der Fall. Also wir können im bestimmten Sinne den Körper von uns objektiv wegstellen. Ich zitiere gleich Josef Ratzinger. Aber eine Philosophie, die nicht mehr danach fragt, wer wir sind, wozu wir sind, ob Gott ist und ewiges Leben, hat als Philosophie schon abgedankt. Und danach fragen wir jetzt. Denn im Leib haben wir ein Wozu, wohin. Wir gehen einen ganz kleinen Moment nur in die Philosophie. Warum? Also das gehört, glaube ich, auch zu dieser Denkvorgabe, die wir uns betrachten, weil Josef Ratzinger ja bekanntlich ein großer Theoretiker der Vernunft ist. Und die Vernunft hat ja, die fängt ja nicht mit der Offenbarung an, sondern die hat schon längst auch ihre Wurzeln, übrigens wunderbar, auch schon vorchristlich. Und sein Bezug auf die Griechen ist ja bekannt, da hat er auch manchen Strauß ausgefochten, dass die Formulierung des Christentums in den entscheidenden dogmatischen Wahrheiten ohne die griechische Philosophie wahrscheinlich schlechter gelungen wäre, einfach weil hier Differenzierungen vorliegen, die dann auch greifen. Die Philosophie Griechenlands, in seiner Antrittsvorlesung in Bonn erwähnt er sogar, habe nur die einzige Stelle gefunden, die Philosophie Indiens. Fand ich sehr interessant, er hatte damals auch einen Gesprächspartner, einen Indologen, das weiß ich mittlerweile. Also sehr schön, das ist etwas, was das Konzil auch einholt, dass die Offenbarung eine Verankerung schon hat in bestimmten Semina Veritatis, also in bestimmten vorgedachten Samen der Wahrheit nicht entfaltet, aber sie sind schon da. Ja, ich lese das gleich vor. Das heißt, wir denken, wir glauben nicht einfach hin, das wäre großartig, das wäre sozusagen die Aufgipfelung, aber der Glaube wird auch von Vernunft begleitet. Das ist eines der ganz großen Motti. Und im jüdisch-christlichen Anspruch nach ist Vernunft selber ja etwas, was von Gott stammt. Und die heidnische Vernunft Griechenlands ist hier auf eine merkwürdige Weise schon zu einer sehr großen Leistung befähigt gewesen. Platon steht an dieser Stelle. Das Mittelalter hat ja Platon einfach als Christianus bezeichnet. Plato Christianus. Also man wusste schon, dass er längst vor Christus gelebt hat, aber das war keine Hinderung. Er hat so gut gedacht, dass er dem schon sehr nahe kam.
Augustinus sagt Omnia Nostra. Das ist übrigens ein grandioser Satz, wenn Sie sich wenig aufschreiben, schreiben Sie sich das auf. Omnia Nostra, alles gehört uns. Das Selbstverständnis der frühen Christen. Ja? Also eigentlich nichts umsonst, aber wir rücken es jetzt an die richtige Stelle. Grandios, oder? Omnia Nostra. Ja, schön, wenn es mit der heutigen Kultur auch gelingt. Jetzt lese ich das Zitat von Josef Ratzinger. In diesem Sachverhalt, also dass alles uns gehört, was auch vernünftig gedacht wird, gründet auch das durch nichts aufzuhebende Recht des Griechischen im Christlichen. Ich bin der Überzeugung, dass es im tiefsten kein bloßer Zufall war, dass die christliche Botschaft bei ihrer Gestaltwerdung zuerst in die griechische Welt eintrat und sich hier mit der Frage nach dem Verstehen, nach der Wahrheit verschmolzen hat. Sehr schönes Zitat. Einführung ins Christentum, apropos. Das ist jetzt erstmal ein theoretischer Vorbau. Jetzt gehen wir genau hinein in die Frage, was ist der Leib, was ist das Fleisch, was ist die Materie, wohin zielt das? Also nicht nur vorfindlich, sondern hat das eine Gerichtetheit, hat das eine Richtung, hat das eine Dynamik in sich? Die Überschrift, provokativ, Gott und die Materie. Ein Zitat von Josef Ratzinger. Gott und die Materie. Dem biblischen Glauben ist es eigen, an den lebendigen Gott zu glauben. Er ist der Schöpfer. Das All kommt von ihm. Das All ist ihm in der Schöpfung nicht entglitten. Er ist kein Willkürgott, aber er ist auch kein ohnmächtiger Gott, den man nur noch im Geistigen, im Existenziellen ansiedeln kann. Ein Gott, der nicht auch an der Materie handeln könnte, wäre ein ohnmächtiger Gott. Die Materie wäre sozusagen eine dem Handeln Gottes entzogene Sphäre. Deswegen ist es für den Glauben der Kirche nicht verwunderlich, sondern im Gegenteil konsequent und einsichtig, dass Gott in seinem geschichtlichen Handeln, in Menschwerdung, Sterben und Auferstehung des Herrn seine Macht bis in die Materie hinein gezeigt, die Empfängnis Jesu im Mutterleib Marias bewirkt und dass er wieder nach dem Begräbnis am toten Leib Jesu gehandelt, ihn der Verwesung entrissen und ihn in die neue Seinsweise der Auferstandenen hineingeführt hat. Jesus selbst hat den Sadduzäern gegenüber diese Seinsweise als die der Söhne Gottes bezeichnet. Lukas 20. Ihr Leitbild und Anfang ist der auferstandene Sohn. Es geht darum, ob die Materie der Macht Gottes entzogen ist oder nicht. Es geht darum, ob Gott Gott ist und ob er wirklich in der Geschichte bis ins Leibliche hinein gehandelt und sich als Herr über den Tod erwiesen hat, der ja schließlich ein biologisches Phänomen, ein Phänomen des Leibes ist. Fragezeichen, das war ein langes Zitat, ein ganz wichtiges Zitat. Und damit sind wir auf das Wohin. Also das heißt, wenn wir von dem Leib ausgehen, natürlich irgendwann Ende, Tod. Und die Frage, die uns jetzt genau in die Eschatologie führt, wie weit können wir sagen, dass Gott gerade diese Leibhaftigkeit, genau das Moment der Verwesung, das für die meisten, im Grunde für alle Religionen unübersteigbar ist, weswegen sie ja immer die Seele vom Leib trennen müssen und einen eigenen Bereich für die Seelen aufmachen. Gibt es im Christentum eine andere Lösung? Und sie heißt gleich, ich sage es Ihnen gleich, es kommt auch wieder, weil es einfach als Merksatz gelten muss. Es geht nicht um die Unsterblichkeit der Seele, es geht um die Auferstehung des Leibes. Und wenn wir präzise sind, und Josef Ratzinger ist präzise, um die Auferweckung des Leibes. Fast alle Religionen sprechen von der Unsterblichkeit der Seele, ist nicht das Problem. Das könnte man jetzt noch ganz breit ausfalten. Es geht nicht um die Unsterblichkeit der Seele. Habe ich jetzt wieder in einer Osterpredigt gehört. Es ist immer rätselhaft, wieso das niemals landet. Ja, wirklich nicht landet. Es geht um die Auferweckung des Leibes. Fleisch ist das Thema, nicht Seele. Dahin gehen wir. Nach Hause zu uns selbst. In meinen Leib. So, also das ist jetzt das Merkthema, das kommt jetzt gleich wieder. Aber wie können wir contra naturam auf das ewige Leben hoffen, im eigenen Leibe? Selbst die Hoffnung ist ja nur möglich, und so hat die Antike dann tatsächlich nicht gedacht, Kraft einer göttlichen Tat.
Es ist die Schöpfung der Materie durch Gott, der in der Inkarnation diese Materie noch einmal bestätigt hat, aber damit den ungeheuerlichen Bruch zwischen dem endlichen Fleisch und dem, wohin die Auferweckung dann geht, erst noch einmal deutlich macht. Wir wissen noch nicht, ob das, was wir heute als Fleisch bezeichnen, tatsächlich, also wie das sich vollzieht, dass es dann in diese Auferweckung übergeht. Aber immerhin, der Tod Gottes im Fleische öffnet unerwartet und unerwartbar eine lichtvolle Leiblichkeit. Wir haben heute Morgen von der Verklärtheit gehört. Von diesem Ausgangspunkt des guten Weltschöpfers also verschwindet auch das Thema der Wiedergeburt, was heute überall zirkuliert. Es verschwindet aber auch die Skepsis, die entsprechende Genusssucht im Hier und Jetzt. Die braucht ja immer, also Skepsis geht ja nur so lange gut, solange man dann das Jetzige ausschöpft, ja, weil später kommt eben nichts mehr. Das steht übrigens schon in den Psalmen, also der Skeptiker genießt wirklich aus vollen Zügen, weil er weiß, dass es hinterher einfach aus ist. Aber der Augenblick, wo die Materie von Gott nochmal bearbeitet wird, nochmal tatsächlich geführt wird, ist weder diese zirkuläre, das Kreisen ist ja ziellos, der Seele in verschiedenen Körpern sinnvoll, noch auch diese Skepsis. Das heißt, das Dasein wird liebenswürdig. Das Dasein im Christentum wird liebenswürdig. Im Sinne einer verlässlichen Weltordnung, die mit Maß genossen werden darf, aber auf ein endgültiges Glück der Heimkehr wartet. Nicht auf eine graue, gefährliche Unterwelt und auch nicht auf die völlige Löschung zugeht. Jetzt kennzeichnen wir im nächsten Schritt erstmal eine Gefahr. Der hat Josef Ratzinger auch viele Predigten gewidmet, noch als Münchner Erzbischof, wenn die Materie zur Beute des Menschen wird. Jetzt kommen wir auf sehr präzise heutige Beschreibungen. Wir sind heute in einer Form des Zugriffes auf den Körper, bitte, nicht auf den Leib, in der der Mensch zur Beute des Menschen wird. Josef Ratzinger hat bereits eine Auslegung des Schöpfungsberichtes, Genesis 1, versucht, wo die Versuchung des Menschen zum Bruch mit Gott und mit seinem eigenen Ebenbild deutlich wird. Wörtlich, der Mensch ist in die Knechtschaft des Machens geraten. Er hat die Welt in die Sklaverei seines Machens getrieben und damit sich selbst versklavt. Darum musste er aus der Verbohrtheit in sein eigenes Werk herausgerissen werden. Josef Ratzinger zitiert hier einige europäische Namen. Europa ist hier der Vorreiter, da brauchen wir, also das ist so. Andere Kulturen haben dieses gewalttätige Umgehen mit sich selbst auch und mit der Welt nicht in dieser Weise vorwärts getrieben. Da liegt natürlich auch noch eine christliche Dynamik drin. Ja? Die Dynamik des Christlichen ist ja auch ein solches, also der Schöpfungsauftrag selber, selbstverständlich, sich mit der Schöpfung nicht nur einzulassen, sondern bebauen, pflegen, ehren, Cholere, ja. Wie weit geht das? Also wie stark lege ich meine Hand drauf? Und er zitiert jetzt aber genau diese Ausreißer. Also das, was nun Technik bis zum heutigen Tage schafft, er zitiert übrigens Galilei, Francis Bacon, den englischen Lord Kanzler und Physiker. Beide haben, ich zitiere direkt Ratzinger, falls die Natur nicht freiwillig auf unsere Fragen antwortet und ihre Geheimnisse enthüllt, werden wir sie auf die Folter spannen. Bacon war Lordkanzler, hat das auch gemacht, de facto, er war der oberste Richter. Er hat sich auch Folterungen angeschaut. Also das Bild ist sehr sprechend, er verbindet was damit. Auf die Dauer gibt die Natur schon ihre Geheimnisse preis, wenn man das macht. Im peinlichen Verhör entreißen wir der Natur ihre Antworten. Also beginnt die moderne Naturwissenschaft, unglaublich interessant. Übrigens Kant hat ein ähnliches Thema. Er sagt, man muss die Natur auf die Folter spannen, dann wird sie auf die Dauer schon reden. Wissenschaft wird zur Anklage der Natur. Und der Erzbischof von München sagt dann, damit ist etwas geschehen, nämlich die Verdrängung des Schöpfungsglaubens. Wir sind zurückgefallen in eine apersonale griechische Kosmologie, in der nicht ein Schöpfer, sondern irgendwelche Naturgesetze arbeiten und die kann man natürlich erpressen. Galilei sieht das Buch der Natur in der Mathematik geschrieben und was nicht in Mathematik geschrieben ist, sagt Galilei selber, muss in Mathematik geschrieben werden, ganz einfach. Also die Verrechnung der Natur. In direkter Weise führt es übrigens nicht nur zur Naturgesetzlichkeit, also zu dem, was wir moderne Naturwissenschaften nennen, sondern auch zur Ausplünderung der Welt. Das ist ein
Ausdruck von Ratzinger lang vor unserer heutigen Klimakrise. Er wird auch sagen, dass es in Krisen führen wird. Es sind aber nicht nur theoretische Irrwege, es sind auch konkrete Entgleisungen. Er hat ein unglaubliches Beispiel, das kannte ich nicht bis dahin. Er sprach vom Magnet des Möglichen in der Technik. Magnet des Möglichen. Dieser Magnetismus habe im 20. Jahrhundert jemanden wie Rudolf Höss hervorgebracht, den Kommandanten von Auschwitz, der stolz war auf die ausgeklügelte technische Maschinerie, die so reibungslos lief. Dieser Stolz hat völlig überdeckt, was geschehen ist. Also es ging um die richtigen Zuganschlüsse, um die Transporte. Also eine riesige Organisation, die wunderbar lief. Höss war stolz darauf. Das andere hat er gar nicht mehr gesehen. Wir können auch einen Marxisten dazu nehmen, Ernst Bloch. Im Prinzip Hoffnung spricht er davon. Das Beispiel nimmt auch Josef Ratzinger. Die Kathedrale der Zukunft sei das Laboratorium. Die Markuskirche der neuen Zeit sei das Elektrizitätswerk. Also mal davon abgesehen, was das für scheußliche Vergleiche sind. Ja? Also man fragt sich ja, wo die Ästhetik bleibt, verstehen Sie? Also wenn ich vor der Markuskirche stehe und dann schaue ich mir das Elektrizitätswerk in Erlangen an, ist mir rätselhaft, wie man überhaupt, das ist vom Bloch so gemeint. Also man betet neuerdings in den Laboratorien, aber natürlich nicht zu Gott, sondern zu sich selbst irgendwie. Unglaublich, Prinzip Hoffnung. Also, der sinnleere Hohlraum der Welt, in die das Machtwort des Menschen gesprochen wird. Das sind so großartige Formulierungen. Jetzt eine weitere Gefahr, der Mensch selbst als Beute. Jetzt sind wir bei heute. Also jetzt hatten wir die Welt. Wir kommen noch zu einer positiven Auflösung. Sie gehen bitte mit. Es geht darum, ob das, was wir heute als Materie, auch Vergänglichkeit, unsere Macht unterworfen, irgendeine Zielrichtung hat, ein Wohin. Was heißt hier nach Hause gehen? Was ist die Voraussicht, auf die wir hin unterwegs sind, und zwar nicht mit Seele, auch nicht nur mit Geist, sondern mit dem gesamten Dasein, auch mit der materiellen Existenz. Zunächst mal nochmal ein Warnungszeichen und dann gehen wir in die Positivität. Die Gefahr dieses technisch-naturwissenschaftlichen Denkens, der Mensch als Beute. Josef Ratzinger zitiert Jean-Paul Sartre. Sartre sah es als Unheimlichkeit des menschlichen Schicksals an, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist. Das ist ein berühmter Satz. Er kann der Offenheit seines Wesens gar nicht ausweichen. Er hat nicht mehr die schöne Geborgenheit des Tieres, sagt jetzt Josef Ratzinger. Er ist dazu verurteilt, gleichsam noch kein Wesen zu haben, sondern sich selbst als Mensch neu erschaffen, neu beantworten zu müssen, was Menschsein heißt. Das ist die klassische Frage des Existenzialismus. Wir wissen nicht mehr, was Menschsein heißt. Josef Ratzinger sieht drei Konsequenzen. Nicht allein die Welt wird Beute. Heute haben wir die Großkatastrophen, Verschmutzung, Ressourcenausbeutung, Klima. Sondern viel gefährlicher noch, zum Zweiten erfährt sich der Mensch selbst wörtlich als Material seiner Machbarkeitskunst. Mithilfe einer Beschleunigung biologischer Entwicklung, einer eigenmächtig manipulierten Evolution, damit wären wir beim Transhumanismus, dazu werde ich noch ein Wort sagen, aber noch eine dritte Folge, der Mensch erfährt sich marxistisch verstanden als Produkt der Gesellschaft. Das schien eine Zeit lang überholt, Marx war ein toter Hund, wirklich für 20 Jahre. Das ist er schon nicht mehr, das kommt schon wieder. Also das ist nicht vorbei, Produkt der Gesellschaft. Der Mensch als knetbare Masse ausgeliefert und diese naive Pathos der Selbstbestimmung, der Mensch mache letztlich den Menschen, die Gesellschaft mache den Menschen. Ein kurzes Wort zum Transhumanismus, das ist jetzt nicht genau unser Thema, das hat auch Papst Benedikt noch nicht, glaube ich, sehen können, aber die Beschreibung geht genau dahin. Also die Frage, ob der Mensch selber diese langsame, unglaublich langsame biologische Evolution nicht eigentlich beschleunigen könnte. Die Verschmelzung von Mensch und technischer Intelligenz könnte durch Einbau von Chips, Roboterteilen oder künstlichen Organen natürlich extrem beschleunigt werden. Das sogenannte Aufladen, das Verbessern. Diese Vision ist nicht nur rational zweckbestimmt, also andere Leistungen bringen, sondern erstaunlich emotional. Sie wird auch mit hohem heilsgeschichtlichen Verständnis vorgetragen. Wir sind jetzt hier im Silicon Valley.
also der künftige Mensch einfach nicht mehr aufgrund dieser fehlerhaften Biologie, die wir haben, sondern technisch zu Höchstleistungen ausgestattet. Ausgleich körperlicher Behinderungen, Zuwachs an funktionalen Möglichkeiten, Überwindung von Fehlleistungen. Letztlich übrigens Überwindung des Todes, sind wir schon bei unserem Problem, durch Transfer von Gehirninhalten auf externe Datenträger. Also der Leib wird immer noch verrotten, das kann man nicht verändern, aber mein Gehirn wird auf einem externen Datenträger, meinen Enkeln, zur Verfügung gestellt. Also wer das liest, ist da noch sehr schleierhaft. Also wie ich an meinen eigenen Gehirninhalt dann nochmal komme, bleibt ja auch völlig offen. Also mich gibt es nicht, aber ich bin irgendwie auf einer Vinylplatte bin ich noch irgendwie drauf. So, das heißt, die es gibt noch einen schönen Ausdruck, eine Pseudomorphie des Gottesbegriffes. Also was bisher Gott tut, tut jetzt die Technik. Ja? Also die Unsterblichkeit, die jetzt über technische Möglichkeiten läuft. Zugleich, und damit auch dann gleich der Übergang, triumphierter Aufstand gegen das eigene Geschlecht. Also wir haben wirklich heute ein extremes Körperproblem. Auf der einen Seite biologisch unterentwickelt, ja, also gegen die KI fallen wir natürlich selbstverständlich auch ab. Wir fallen überhaupt ab gegenüber den eigenen technischen Leistungen. Aber jetzt das eigene Geschlecht, Geschlechtstausch, weit überwiegend übrigens Mädchen, 80% der Wünsche kommen von Mädchen. Die Welle rollt erst an, aber durch das kommende Gesetz der Geschlechtsangleichung in Deutschland ist es ja fast mühelos zu verwirklichen. Es gelingt nicht, das sei hier mal klar gesagt, der Körper, was ist es beim Körper? Der Körper wird verstümmelt, notdürftiger Umbau der Genitalien, lebenslange Hormongaben. Im Moment laufen schon die Klagen der Betroffenen an, aber bis das die Höhe erreicht hat, wo das wirklich zu einem Umdenken kommt, wird wahrscheinlich noch sehr viel verletzt werden müssen. Körper wird Ort des Protestes, merkwürdig. Also Körper ist der Ort, an dem ich gegen dieses Dasein protestiere. Ich protestiere gegen meinen eigenen Körper, protestiere damit gegen meine Form von Leben, gegen meine Form von Vorbestimmtheit. Also Autonomie als Protest gegen meinen eigenen Körper. Das ist auch bisher so nicht möglich gewesen, jetzt wird es technisch möglich. Scheinbar widerstandslos bietet sich der Leib als vorgeschlechtlicher Körper an, als sei er gar nicht beschriftet. Dagegen, jetzt werfen wir das Steuer herum, caro cardo, das Fleisch ist der Angelpunkt. Cardo, davon kam das Wort Kardinal, ja, also die Türangel, um die sich die Tür dreht. Das Fleisch ist die Angel, um die sich das Ganze dreht. Und wir gehen jetzt weg von diesen technischen Konzeptionen. Josef Ratzinger, der jetzt diese allerletzte Entwicklung nicht durchdringt, keiner von uns durchdringt sie überhaupt noch, hat jetzt die Blockade von Beziehungen aufgegriffen. Wir haben keine Beziehung zu unserem eigenen Leib mehr. Blockade von Beziehungen. Die erste Blockade geschieht bereits im Garten Eden. Das kann ich, glaube ich, überspringen. Er versucht, oder nicht versucht, er tut es. Die Absage an den Schöpfer, also dieses eigene Schöpfer sein wollen, ergreifen der Frucht, die Frucht ist das Leben. Ja. Was Eva ergreift, ist das Leben, das kann sie auch. Sie selber heißt Leben, ja. Chava heißt Leben, Eva. Eva ist kein Eigenname, bitte, sei mal ein für alle Mal mitgeteilt. Adam nennt seine Frau das Leben, ja, und sie greift es auch, sie hat das Leben. Und damit ist der Schöpfer natürlich erstmal in die zweite Riege zurückgetreten. Und das ist jetzt eine ursprüngliche Blockade von Beziehungen, die haben wir alle. Das heißt, daher, wo das Leben kommt, haben wir in der Auslegung des Genesis-Gedankens bei Josef Ratzinger bereits die ursprüngliche Blockade. Also wir haben zu unserem Ursprung keine unmittelbare Beziehung. Das Zweite, was nun hier für ihn wichtig ist, wir haben aber schon eine Anleitung, auch schon in der Genesis, zu verstehen, dass das in einem bestimmten Sinne überwindbar ist. Das ist ein sehr schöner Gedanke, ist unbekannt, deswegen trage ich ihn vor. Die Schöpfung hat nicht nur dem Menschen Leben verliehen, das er dann an sich reißt. Sie ging in ihrem Entwurf auf den siebten Tag zu. Wir sind am sechsten Tag geschaffen, übrigens mit den Tieren, deswegen sind wir ihnen so nah. Immer wieder schön zu überlegen, wie... Ja, die Nachbarschaft, unglaublich interessant, so weit sind wir gar nicht weg. Aber sie ging auf den siebten Tag zu den Sabbat.
Josef Ratzinger schreibt, die Schöpfung wurde gemacht, damit ein Raum der Anbetung sei. Und das letzte Geschöpf, das sind wir, sind unmittelbar vor dem Raum der Anbetung. Ich brauche nur noch in den siebten Tag, den Sabbat zu gehen. Er schreibt, dass sich auch in anderen alten Kulten erkennen lässt, wie in den großen Traditionen der Völker eine tiefe Einheit mit dem biblischen Glauben besteht, ein Urwissen der Menschheit, weil die Arbeit letztlich in den Kult und auf die Verherrlichung der Götter ausgerichtet sei. Kult aber bedeutet, das ist jetzt alles seine Ausführung zu diesem siebten Tag, in dem wir eigentlich wieder zu uns kommen könnten, wenn wir denn den Schritt tun. Kult bedeutet Freiheit von Arbeit, Ruhe, Feier. Und in diesem Sinne ist die Sabbatstruktur uns eingeschrieben. Wir haben sie auch beschädigt. Auch da besteht keine Unmittelbarkeit mehr. Und insofern haben die Ureltern nicht nur sozusagen das Leben genommen. Sie haben auch, wie er sagt, ein Nein gegen den Rhythmus der Freiheit und der Muße formuliert. Sehr interessant. Ein Nein gegen den Rhythmus der Freiheit und der Muße. Der Mensch hat sich der Ruhe Gottes, der Muße von ihm her, der Anbetung, ihrem Frieden und ihrer Freiheit verweigert. Daher ist der Mensch geglitten in eine gnadenlose Unruhe, in das hektische Sich-Schaffen, das wir gerade auch beschrieben haben. Ne? Also beständig bauen, umbauen, am besten sich selbst. Das heißt, wenn man zurückkommt, und das tun wir jetzt, wir gehen jetzt in die Wohin-Frage, wohin zielt jetzt unser Dasein, dann wird es in eine ursprünglich vernünftige Freiheit gehen, an deren Ende eine Feier steht, eine gnadenhaft geschenkte arbeitsfreie Ruhe bei ihm und in uns selbst, im Geliebtsein nennt er das. Die Feier des Sabbat als Feier des Geliebtseins bei ihm. Das sei die Antwort auf die menschliche Besessenheit, sich selbst und die Welt überhaupt erst zu konstruieren. Und das fassen wir jetzt zusammen. Wir können zurückkehren in die Urbeziehung, und zwar die doppelte Urbeziehung, erst einmal unser Antlitz von ihm erhalten zu haben, in einer unmittelbaren schöpferischen Begegnung mit ihm zu sein und zum Zweiten aus dem Müssen, aus dem Arbeiten müssen, in eine Ruhe bei ihm zu gelangen. Damit sind wir jetzt bei den Lösungen, die Josef Ratzinger vorschlägt. Er hat sie auch unter der Ökologie des Menschen in der berühmten Berliner Rede mindestens angedeutet. Urbeziehungen heißt, und jetzt kommen wir in diese heilenden Möglichkeiten, anerkennen, das eigene Leben von einem anderen Urleben erhalten zu haben. Jetzt kommt die Konsequenz, um das eigene Leben auch anderen zu geben. Jetzt kommt so ein Durchgang. Also nicht nur das Anerkennen und Nehmen, sondern im Nehmen auch gleichzeitig weiterzugeben. Er führt den Gedanken aus anhand der Familie, die durch die menschliche Geschichte hindurch das menschliche Haus gebaut hat. Sie werde heute bedroht durch die Hausverderber, das schreibt er 1992. Hausverderber ist ein ganz scharfes Wort des Ignatius von Antiochien, ganz früh, ein ganz früher Apostelschüler. Wer das Haus, das ist jetzt Oikos, da kann man das eigene Kleine nehmen, man kann aber auch den ganzen Erdball nehmen, man kann auch den Kosmos nehmen. Also wer das Haus, Oikos, verdirbt und zersetzt, lädt sehr große Schuld auf sich. Und das geschieht immer dann, wenn das Leben nur in einer einzigen Richtung geht, also nur für mich, aber die umgekehrte, das Weitergeben nicht mehr gelingt, dann ist das Haus verdorben. Kulturkritisch, das ist sehr hübsch, das möchte ich durchaus zitieren, beginnt die große Schuld wörtlich in der bestürzenden Hässlichkeit moderner Wohnbauten, welche die Beziehungslosigkeit schützen. Das stimmt wirklich. Wer in einem Plattenbau wohnt oder auch in einem modernen westlichen Hochhaus, ist die verkörperte Beziehungslosigkeit. Bestürzende Hässlichkeit. Worte wie Vater und Mutter, das ist jetzt alles Josef Ratzinger, im empirischen und theologischen Sinne werden sinnlos, wenn der von ihnen geschaffene Raum fehlt. Haus ist wörtlich heilig zu hegender Schutz und Quellraum des Menschseins. In ausgezeichnetem Maße gehört dazu die Frau. Darüber hat er auch darüber gesprochen, wie die Frau in diesen Oikos zwingend gehört. Also es ist der Schutz und Quellraum des Lebendigen. Es ist die Frau, die diese Urbeziehungen wahrt, übrigens im Hintergrund, weil sie auch gebrochen hat. Also das ist schon interessant. Der erste Bruch ist tatsächlich über Eva geschehen.
Aber in dieser Stelle ist jetzt wiederum primär im Sinne dieser neuen Wahrung, der Herstellung dieser Beziehung, auch da wäre sie jetzt eigentlich wäre sie dran. Im geistigen und geistlichen Sinne, was ist die Ökologie der Frau? Was müsste sie leisten? Auf jeden Fall, auch in der Blockade der Sünde ist der Mensch noch gottfähig, ausdrücklich Capax Dei, Augustinus. Immer sind wir von der Urrelation hin auf ihn gerichtet, sich entwerfen und sich hinüberwerfen lassen auf Christus hin. Das ist auch ein schönes Wort von ihm. Sich entwerfen und sich hinüberwerfen lassen auf Christus hin. Wer tut das? Das ist die Leistung Christi. Jetzt kommen wir in das Jesusbuch. Es ist der neue, der zweite Adam, der die Blockade löst und uns jetzt auch in den Stand setzt, diese Blockaden selber aufzulösen. Selbstbestimmung, die egozentrierte Selbstbestimmung ist Lüge, ist ausdrücklich so gesagt, ist ein Pseudos. Die egozentrierte Selbstbestimmung nicht. Also er hat eine andere Stelle auch eine Würdigung von Kant. Aber der Egozentrismus ist ein Pseudos. Schon vom Phänomen her zeigen die geöffneten Arme des Gekreuzigten ein wortloses An sich ziehen. Das Kreuz ist die neue Achse des Oikos. Zitat, jene tiefe Darstellung des Alten Testamentes, wonach die Frau aus der Seite des Mannes genommen ist, Genesis 2, womit ihre beider immerwährende Verwiesenheit aufeinander unnachahmlich groß ausgesagt wird. Jene Geschichte scheint in der Seitenwunde Jesu, in der Wiederaufnahme des Wortes Seite, Pleura, die Flanke, anzuklingen. Die offene Seite des neuen Adam am Kreuz wiederholt das Schöpfungsgeheimnis der offenen Seite des Mannes. Also von Jesus geht nun aus, dass die Öffnung, das An sich ziehen, die Neuschöpfung der Wirklichkeit, sie hebt die Sonderung der Sünde auf. Auch das ist ein sehr schöner deutscher Wortstamm, Sünde und Sonderung hängen zusammen. Sünde ist immer Blockade von Beziehungen, also fast durchgängig, immer. Irgendetwas wird abgesondert, eingenommen, eingehaust, Ego bezogen. Während die geöffnete Seite gerade diese Blockade aufmacht. Vorletzter Gedanke, wohin? In die Überwindung des Todes. Jetzt wird es, jetzt kommen wir zum Ziel. Und wie kann man sich das denken? Erster Gedanke, die Überwindung des Todes haben wir heute Morgen schon vollzogen durch die Eucharistie. Vielleicht sind Sie jetzt enttäuscht, das macht aber nichts. Wir gehen nochmal durch. Wer mein Fleisch isst, wird nicht sterben in Ewigkeit. Eine Überwindung des Todes, das heißt, jetzt geht es in eine Frage hinüber, ich mache das ein bisschen kürzer. Die leibhafte Gottheit, die sich zu essen gibt. Auch hier könnten wir in die Religionsgeschichte gehen. Es findet in der Regel nicht statt. Wir haben mehrere mythologische Traditionen, wo die Götter den Menschen an sich ziehen. Sie laden ihn auch zu Nektar und Ambrosia, wie die Griechen, aber sie geben sich nicht selbst zu essen. Das geht nicht. Wir haben auch Mythen, wo die Glieder einer Gottheit verstreut werden und dann keimen und Menschen hervorbringen. Also merkwürdige Schöpfungsakte. Aber die Gottheit gibt sich nicht zu essen. Das geht nicht. Man kann die Opfergaben essen, die man ihr bringt. Das kann man alles machen. Es gibt auch gemeinsame Mähler. Aber es gibt nicht Fleisch und Blut der Gottheit, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, die Kommunion nicht der Seele mit dem Göttlichen, sondern tatsächlich nochmal des endlichen Fleisches, mit dem wir die Eucharistie aufnehmen. Es stellt die größte Herausforderung des Denkens dar, sagt Josef Ratzinger, die Bluts- und Lebensgemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Wir haben schon hier eine Bluts- und Lebensgemeinschaft mit ihm. Die ungeheure Herausforderung. Auch wir haben eine Inkarnation zu leisten. Es ist nicht nur die Fleischwerdung Jesu selber, sondern die Fleischwerdung Jesu in uns. Bis in ein leibliches Erfasstwerden hinein. Hier steht der schöne Satz, er stammt nicht von ihm, aber er passt. Leib ist der Lieblingsweg der Gnade. Alle Sakramente sind leibhaft. Die gehen nicht irgendwo hin. Ja? Sie berühren immer den Leib. Und sie nehmen immer auch den Leib mit in diese anfängliche Erlösung. Das heißt, das Fleisch steht hier nicht mehr für Vergänglichkeit und Verwesung, sondern es wird vorbereitend durch die Sakramente, vor allem eben durch die Kommunion, in eine andere Wirklichkeit hinübergeführt.
Das schauen wir uns jetzt genauer an und damit sind wir in dieser Zielrichtung und in der Eschatologie. Wir beginnen mit der Liturgie nochmal. Liturgie als Schule der Anthropologie. Liturgie ist eine Antizipation des künftigen Lebens. Das sind jetzt wunderbare Zitate. Eine Antizipation des künftigen Lebens. Eine Einübung ins Spätere. Das steht übrigens alles in dem Liturgiebuch von 2000. Die Freiheit, um die es im christlichen Fest der Eucharistie geht, ist die Befreiung der Welt und unserer selbst vom Tod. Sie allein kann uns frei machen, die Wahrheit anzunehmen. Wir feiern den Tod und damit auch die Auferstehung. Liturgie wird damit zum Übungsort der Freiheit vom Tod. Sie wird zum Übungsort einer allumfassenden Gerechtigkeit. Jetzt kommen einige Stichworte. Sättigung des Daseins mit der Wahrheit des Fleisches. Fleisch ist nicht illusionär, wie es in den Traditionen Indiens der Fall ist. Und auch bei den Griechen, wo das Fleisch wirklich einfach nur zum Abräumen gedacht ist. Die Eucharistie vermittelt kein Gefühl der Unsterblichkeit oder des Weiterlebens, sondern sie überliefert die Wahrheit der Todüberwindung, der Auferstehung und bereits der Transformation des Menschen in das Göttliche schon heute. Das heißt also, das muss jetzt nicht vom Gefühl her empfunden werden. Das ist aber jetzt eine Glaubensaussage. Das geht ja auf die Worte Jesu selber zurück. Das mit dem Essen seines Fleisches und Blutes, wie Josef Ratzinger das jetzt ausführt, das Maß des Möglichen vom Menschen hier nicht festzulegen ist, sondern dass Gott eine unerhört neue Wirklichkeit schafft, in der er das Unmögliche möglich werden lässt. Das Maß des Möglichen setzt Gott und nicht wir. Und wir wissen es nicht, es kommt auch gar nicht in die Empfindung, wie tief wir durch die Sakramente in dieser unserer Leiblichkeit schon geheiligt sind oder auch geheiligt werden. Das wollen wir jetzt trotzdem noch ein wenig genauer fassen. Das ist das Ende. Wohin gehen wir? Immer nach Hause, sagt Novalis. Nach Hause meint, zitiere ich wieder Josef Ratzinger, der Himmel ist nicht ein Ort über den Sternen. Er ist etwas viel Kühneres und Größeres, das Platzhaben des Menschen in Gott. Die Durchdringung von Menschheit und Gottheit im gekreuzigten und erhöhten Menschen Jesus. Christus ist zugleich das immerwährende Offenste Gottes für den Menschen. Er selbst ist das, was wir Himmel heißen. Der Himmel ist kein Raum, sondern eine Person. Die Person dessen, in dem Gott und Mensch für immer trennungslos eins sind. Und wir gehen in dem Maß auf den Himmel zu, ja in den Himmel ein, indem wir zugehen auf Jesus Christus und eintreten in ihn. Insofern kann Himmelfahrt ein Vorgang mitten in unserem Leben sein. Soweit das Zitat. Was jetzt schwierig ist, und das ist das letzte Kapitel in der Einführung ins Christentum, wie wir uns diesen neuen Leib vorzustellen haben, denn wir werden ja sterben. Eines ist deutlich, so vorsichtig hier auch die Ausführungen sind, auch in diesem letzten Kapitel, wir werden denselben Leib haben, und zwar aufgrund dessen, dass Jesus nach seinem Tode denselben Leib hatte, ausgewiesen an seinen Wunden. Es wird kein anderer Leib sein. Übrigens auch in der Ergänzung, wenn man die Theologie des Leibes hinzunimmt von Johannes Paul II., wir werden auch Frau und Mann bleiben. Gibt jetzt eine eigene Frage auf, damit wird sich der Charakter der Sexualität auch ändern, ja. Aber es wird nicht so sein, dass wir irgendein Neutrum sein werden. Ja, das wäre ja grauenhaft. Also wir werden wir sein. Und auch die gegenseitige Zuneigung auf eine Weise leben, die allerdings mit der heutigen Sexualität jetzt nicht viel zu tun hat. Das mache ich aber jetzt in Klammer. Wir gehen zurück zu Josef Ratzinger. Das heißt, dass wir in dieser neuen Leiblichkeit wir selbst sind. Das hält er definitiv fest. Dass wir damit nicht diesen physischen, heutigen, biologischen, schon beschriebenen, übrigens defizitären Leib haben, defizitär, heißt positiv gesagt, dass wir denselben haben, aber nicht defizitär. Wie das genau aussieht, entzieht sich. Das ist nochmal Lukas 20 in dem Gespräch mit den Sadduzäern, wo Jesus sagt, sie werden sein wie die Engel im Himmel.
nicht heiraten, nicht geheiratet werden. Das liest man ja immer mit einem gewissen Bedauern. Vielleicht, je nachdem. Wir missverstehen es aber. Und genau dahin geht dieses letzte Kapitel. Wir unterschreiten nicht unser jetziges Dasein. Es wird nicht weniger. Wir überschreiten es. Wir haben eine Fähigkeit zur Liebe, die heute nicht erreichbar ist. Heute müssen wir Sexualorgane einsetzen, zu Wohl oder Wehe, ja. Beides immer gemischt. Das heißt, wir werden sehr wohl Liebende sein, damit werde ich gleich schließen, aber nicht in der Weise unserer heutigen, ich sage es nochmal, defizitären auch Sexualität. Ja? Auch sie ist defizitär. Auch sie muss im Sakrament geheiligt werden, weil sie so einfach hin auch nicht genügt. Jetzt ende ich mit der wunderbaren Enzyklika Deus Caritas ist und mache auf ein Ding aufmerksam. Gott ist die Liebe. Und das bezieht sich jetzt auf diese künftige Leiblichkeit, von der wir nicht keine Beschreibung haben, außer in den Osterevangelien. Die erste Enzyklika. Überraschend fügte Papst Benedikt Eros und Agape zusammen. Sehr überraschend, der erste Papst, der das gemacht hat. Von Agape schreiben alle, aber nicht von Eros. Hat er übrigens von Josef Pieper. Josef Pieper hat sich mal beschwert, dass der Papst so viel von ihm abschreibt. Ich kenne den Brief sogar. Wunderbar, der liegt in der Pieper-Forschungsstelle. Und Papst Benedikt schrieb zurück, ja, das stimmt, da habe ich ganz viel von ihm bezogen und dankte ihm ausdrücklich, also wunderbar, kleiner Briefwechsel. Und Pieper war, glaube ich, ein bisschen piquet, weil er auch Adorno zitiert, aber eben nicht Pieper, ja, also gut. Aber er hat viel von ihm, Josef Pieper. So, Eros und Agape zusammen. Eros, das ist das Thema, die Liebe von unten, ja, das ist das, was wir als Schub haben, als Triebkraft, auch animalische Triebkraft. Wird aber von oben, von der Agape gehalten, geleitet und geheiligt im Sakrament. Aber beides, das ist bei ihm jetzt entscheidend. Die göttliche Liebe ist abgestiegen in die nächtlichen Gassen des Menschlichen, um es einzuholen. Agape holt den Eros ein, holt ihn auch. Leib und Leben werden gerade nicht verkürzt. Der Leib ist nicht auf einen neutralisierten Körper gegendert in der Ewigkeit. Das wäre ja wirklich schrecklich. Das Leben ist nicht auf blinde Ausbrüche von Sex beschränkt, wie heute. Vielmehr entwirft auch hier der Papst eine kraftvoll blühende, in Gott geheiligte und geheilte Liebe. Zitiere, in Wirklichkeit lassen sich Eros und Agape, aber aufsteigende und absteigende Liebe niemals ganz voneinander trennen. Je mehr beide in unterschiedlichen Dimensionen in der einen Wirklichkeit Liebe in die rechte Einheit miteinander treten, desto mehr verwirklicht sich das wahre Leben, entschuldigt das wahre Wesen von Liebe überhaupt. Wenn Eros zunächst vor allem verlangend und aufsteigend ist, Faszination durch die große Verheißung des Glücks, so wird er im Zugehen auf den anderen immer weniger nach sich selber fragen, immer mehr das Glück des anderen wollen, immer mehr sich um ihn sorgen, sich schenken, für ihn da sein wollen. Agape tritt in ihn ein, andernfalls verfällt der Mensch und verliert auch sein eigenes Wesen. Umgekehrt ist es aber auch dem Menschen unmöglich, einzig in der schenkenden, absteigenden Liebe zu leben. Da gäbe es einen tollen Kommentar. Das ist nämlich die völlige Überfrachtung der Caritas. Geben, wie heißt es, dieser alte Brunnenspruch, geben, so ist mein Leben. Ja? Da hört man aber bald auf, ja. Das geht eben nicht. Also dieses schöne Zusammenführen von etwas, was wirklich angewiesen ist auf Begabung, nehmen müssen, und gleichzeitig wieder weitergeben, Eros und Agape. Der Mensch kann nicht immer nur geben, er muss auch empfangen. Wer Liebe schenken will, muss selbst mit ihr beschenkt sein. Jetzt kommen wir zum letzten Satz. Und das ist jetzt das, was diese neue Leiblichkeit, also besser gesagt Leib und Seele immer in Einheit gedacht, in der Eschatologie bedeutet. Ja, schreibt er weiter, Liebe ist Ekstase. Das ist jetzt dieses Aus sich heraustreten. Aber Ekstase nicht im Sinn des rauschhaften Augenblicks, sondern Ekstase als ständiger Weg aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ich, zur Hingabe und so gerade zur Selbstfindung, ja zur Findung Gottes. Ende des Zitats. Das ist das, was uns in der Eschatologie erwartet. Das ist das Wohin. Man kann der gegenwärtigen Kultur nur wünschen, von ferne den Saum dieser erotischen Erfahrung zu berühren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.